Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft mit mir und Razer Games und euch den Zuschauer. Ja, in der letzten Folge haben wir ganz... Wieso baue ich jetzt eigentlich was rein? In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall unten weitergebaut. Auf jeden Fall bauen wir in dieser Folge weiter. Was? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Von der Kind, ey. Von der Kind. So, wir machen die Erde, Stein rein. Jetzt haben wir nämlich wieder Stein. Ach genau, hier ist immer so eine Large Chest. Ich werde die vergessen. Und dann werde ich, wo sind meine Diamanten sagen in ein paar Folgen. Ja, ein paar vielen Folgen. So, warte mal. Uah. Okay, gut. Ich wollte sowieso runter. Das ist eigentlich ganz gut. Hier, Crafting. Crafting Table. So, wir lassen mal eben diesen Gang da, den ich gleich zeigen werde, den ihr überhaupt schon nicht kennt. Den lassen wir mal außen vor. Wir gehen hier hin und machen in die Treppe rein. Weiß ich nicht. Weil ist halt so. Warte mal, wir können aber hier trotzdem die Treppen reinhauen. So, also zumindest bis dahin. Und dann mal hier auch, also, wir lassen den Gang außen vor, sagte Razer, bevor er weiter baute, ey. Ich kann mich irgendwie nie an irgendwas halten. Das ist ein bisschen blöd. Na egal. Ich meine, es wird ja wohl nicht so wild sein. Jetzt bauen wir halt hier kurz den Eingang. Wir graben jetzt nicht weiter oder so. Also das tue ich euch echt nicht an. Mir auch nicht. So, aber das hier machen wir noch schnell. Das ist ein bisschen blöd. Warte mal. Wobei, nee, ist überhaupt nicht blöd. Ich habe eine Idee. Weil ich möchte eigentlich so Türen reinhauen. So, warte, die zwei noch weg hier. Ja genau, und meine letzte Folge anzuknüpfen, haben viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass zum Beispiel, wenn ich diese Endeside-Blöcke, Moment, wenn ich diese Endeside und Granit und hast du nicht gesehen und pipapu Blöcke vereine, dann kommt ein ganz toller Block raus. Und das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. In der Folge jetzt nicht unbedingt, aber in eine der nächsteren. So, hier kommt wie gesagt noch Glas rein. Aber jetzt kommen erstmal Türen rein. Weißt du, voll die Spacken, die am Zocken. Der Spacken. Das Spacken. Genau, wir können jetzt drei Türen. Türen können gesteckt werden. Das ist super. Drei Türen für den Ray. Sehr, jetzt nochmal so, so, so. So, so, packen die Türen hier rein. So, 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 so. Für die dramatische Musik. Nein, tu das nicht. Die Türen. Was ist das denn jetzt? Die Türen sind verbuggt. Warte, Moment mal, ich brauche Operation, Operation. Türe muss entfernt werden. Durch, ich bin durch, ich bin ein Arzt. Ich bin ein Arzt, muss durch. Ja, guck mal, das geht doch. So. Der Boden geht aber nicht. Moment. Ich mache jetzt hier mal eine Schaufel. Das hat hier die ganze Zeit hier mit einer Faust hier auf die Erde zu kloppen. Da mache ich mich ja nur schmutzig. Schaufel, 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 Schaufel. Komm, wir machen mal gleich eine Eisenschaufel. So. Komm weg damit. Eisenschaufel. Aber wo ist denn das? Okay. Voll bescheuert, ey. So, dann machen wir das nicht gleich mal richtig. Und nicht nur so hingeklatscht halt. So, dann machen wir es vielleicht bis nach unten. Ja, jetzt wird das eben ein bisschen zugebaut. Aber dafür bekommen die natürlich nichts zurück. Nee, keine Ahnung. Dafür ist halt einfach besser. Aber ich müsste mir jetzt alles da aus Stein machen, ne? Nee, aber jetzt, ich habe gesagt, wir bauen da oben weiter. Aber warte mal, eigentlich müsste eine Clay-Farm gehen. Ich brauche mal ein Lager ohne Witz. Wir bauen jetzt ein Lager, pass mal auf. Wie viel Kies habe ich? Kies, Diorit, Klee, Andesite, Gravel. Gravel. Voll dämlich. So, das ist ja super, das ist hier. Wobei, nee, das ist sogar echt ganz cool. Weil, jetzt kann ich mir eine Treppe craften. Ja, Musik, komm, lach mich ruhig aus. Weil es ist so eine typische Musik, so.
super. Also mein Magen ist voll, genau. So, wenn man das jetzt dann so macht. Aha, dann mal meine Nase kratzen. Dann so. Ach Quatsch. Nein. Hier Stein. So. Jetzt nochmal eben eine Treppe machen hier. Boah, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich glaube, ich mache das gleich sowieso wieder weg, weil das zu klein ist. Aber das hier ist etwas größer. Ja, super, egal. Nee. Nee. Nee, das machen wir aber. Machen wir jetzt überhaupt größer. Boah, ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir eine normale Treppe hin, ganz ehrlich. Machen halt hier noch so und so. Und zieh das dann hier noch ein bisschen rüber. So. Wir können generell mal vor dem Haus ein bisschen verschönern. Allein schon, dass wir es dann besser finden. Boah, die Musik kenne ich ja noch so gut. Von Minecraft Together. Ja, wenn da was kommt, weiß ich nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr leider. Also zumindest nicht mal mit Mato. Weil der ja jetzt einfach in Richtung Streaming gegangen ist. Und so trennen sich die Wege zwischen YouTube und Streaming. Aber ja, Mato und ich sind ja immer noch. Das sieht ziemlich scheiße aus und ist so dunkel. Toll, warte mal, ich will den pennen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch was machen. Aber definitiv ist ja Pflicht, ist ja eine Pflicht, was zu tun ist. Sollte verboten werden, den Razer hier ranzulassen. Alter. So, pass mal auf, ich mache jetzt nicht das Experiment hier mal eben mit den neuen Blöcken rum. Wir brauchen einfach mal. Wie würde denn Sandstone aussehen? Das würde nicht passen, oder Freunde? Ich weiß, was meint ihr denn? Boah, ich bin mir da gar nicht so sicher. Vielleicht passt das auch. Oder gebrannten Stein. Nee, das ist aber auch langweilig. Also jetzt schau ich mal eben, wie der neue Block aussieht. Diorit brauchen wir dazu. Boah, ich muss mal eben. Ja, warte mal eben. Ein Apfel, den kann ich gleich mal verschlingen, Freunde. Ach so, ich hab ja nichts. Ach so, ist Op of Peace. Das ist hier normal. Normal ist das. So, Diorit haben wir. Und sonst nichts. Ne, warte, hier, Anderseed. Clay, nee, das können wir da nicht reinschlawenzeln. Diorit, Anderseed. Anderseed, warte, das kann ich mal eben stacken hier. Hä? Ich hab doch definitiv... Aber bin ich denn von allen guten Geistern verlassen? Granny, da ist es doch. Was fehlt jetzt noch? Diorit, Granit, Andesit. Da fehlt doch sicher noch was, oder? Irgendwas fehlt da, Freunde. Da. Ich bin gerade überlegen, was fehlt. Habe ich das nicht sogar irgendwo drin? Clay, Dirt, Flint, Birchstone, Oakwood, Poppy, Mushrooms, Sugarcane Seeds, Dirt, Birchwood, Birchwood, Punis, Dirt, Oakwood, Clay, Birch, Glass, Wool, Coal, Arrow. Diorit. Nee. Scheiße. White, Clay. Ach, scheiße, Leute, was fehlt mir da denn jetzt? Was fehlt uns da jetzt? Keine Ahnung. Warte mal. Nee. Was ist das hier? Das ist Granit wahrscheinlich, ne? Das hier ist Diorit. Ende. Irgendwas fehlt, Freunde. Ich kann es leider nicht sagen. Weil ich dumm bin. Oder muss man das einfach jetzt hier mit einem Stein? Oder kann man... Bläh. Ach!
Okay. Was, wenn ich jetzt das hier reinpacke? Krieg ich nichts mehr. Okay. Mal eben experimentieren gehen. Das Andesit. Okay, das sieht echt ganz cool aus. Das Granit. Und das ist Diorit. Boah, Freunde, ich bin da ein bisschen unentschlossen. Aber sieht geil. Was ist das denn jetzt hier nochmal? Das ist hier Andesit, ne? Genau. Ich mach das mit Andesit. Andesit, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Den anderen Scheiß, den heben wir uns mal auf für irgendwann. Und den Sensor auch auf jeden Fall. Weil, also den heben wir sowieso auf, weil da baue ich irgendwas Schönes noch draus. Eine Pyramide oder sowas. So, jetzt machen wir erstmal diese Häuserfront. Ich befürchte, aber wir müssen den Berg... Ne, wir schütten Männern auf. Ja, wir schütten auf. Beziehungsweise machen das ja mal weiter hoch. So, Andesit war es, ne? Ich bin da ein bisschen vergesslich. Ja, ich bin ja schon in meinen alten Jahren. Andesit ist nicht das. Was ist das denn jetzt? Ich sag das doch mal hier, 12. Meine Fresse, ey. Oh Gott, das wird ein Mammutprojekt. Oh ja. Uff. Okay, pass mal auf. Das hier ist auch Andesit, oder? Ne, das ist Granit. Ach du Scheiße, ist das hier Andesit? Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück, ne? Ne, Alter. Oh, mach ich dich hinsetzen? Ich hoffe, ich das schon gesagt habe im Let's Play. Scheiße, ey. Freunde, was machen wir denn jetzt? Jetzt weiß ich nicht mal, wie das genau aussieht. Granit, Diorit, Dirt. Scheiße, Freunde. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen mal eben da. Ne, wir gehen da nicht runter. Ne, dann wird das eben so ein kleines Nebenprojekt jetzt, weil ich habe da keinen Bock drauf, da jetzt 50 Stunden lang gezielt irgendwas zu suchen. Das muss nicht sein, Freunde. Und machen wir lieber einen Gravelweg. Und zwar mal einen gepflegten. Ich möchte mich hier so ein kleines Dorf hinbauen. Also, was heißt ein kleines Dorf? Aber einmal mal schauen, was daraus halt wird, ne? Also, erstmal hier einen Weg raus. Boah, aber das wird eine ganz krasse Terraforming-Staffel, glaube ich. Oder? Ich weiß, weil das nehmen wir so auf jeden Fall alles weg. Würde ich mal sagen. Dass wir hier schön auf einer Ebene im Weg bleiben. Weil ich möchte, wenn möglich, nicht so viele Treppen reinbringen. Weil das nämlich dann irgendwie, ich finde, in Minecraft sind so Treppen in Kieswegen ziemlich scheiße aus. Müsste so Kiestreppen geben oder sowas, auch wenn das nicht ganz realistisch ist. Aber... sollte es wirklich geben. So, pass auf. Ach so, Moment, aber wenn wir jetzt alles wegmachen, dann könnten wir natürlich auch, Moment, könnten wir natürlich auch hier so machen. Und dann natürlich noch da oben. Jetzt esse ich jetzt mal den Apfel. Weil, wo ist die Spitzhacke? Da. Weil wir nämlich dann hier, Moment, so. Weil das nämlich, weil das dann, bah, meine Fresse, weil das nämlich dann hier ja alles weg ist. Ja, meine Güte. Meine Güte, ey. Das ist ja unglaublich. So, dann machen wir nämlich jetzt hier einfach alles weg. Ja. Ja. So, super Terraforming. Das ist so toll. Neue Staffel direkt damit anfangen. Ja, und was ich noch sagen wollte ist, ihr könnt mich jetzt sogar unterstützen finanziell. Und zwar nicht in Form von Spenden oder so, sondern wenn ihr mal in die Beschreibung schaut, also unter diesem Video ist halt einfach, im Prinzip, dann ist der unterste Link, ist ein Link zu einer Seite, wo ihr Spiele kaufen könnt, und zwar Games2A. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber halt G2A, G2A, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kenne die Seite schon länger, aber trotzdem weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Weil es keiner wirklich ausgesprochen hat. Deswegen nenne ich es einfach mal so. Aber ich denke mal, ihr kennt die Seite auch. Die ist eigentlich relativ bekannt. Wenn ihr da draufklickt und darüber spielt, also ihr kommt dann direkt zum Marketplace. Und wenn ihr dann darüber ein Spiel kauft oder so, dann bekommt ich dann eine kleine Provision. Das Spiel ist dann auch nicht teurer für euch oder so. Das ist einfach nur
Dann bekomme ich halt eine kleine Provision und dann, ne, und das Geld wird dann auch in Equipment und Abbezahlung von Servern, was jetzt hier natürlich nicht zutrifft, aber halt, wenn dann Server da sind, die kostet natürlich auch Geld, zum Beispiel das Minecraft Together, der Server hat, glaube ich, 25 Euro im Monat gekostet, irgendwie sowas war das. Ne, das, war dann auch nicht so ganz billig immer. Und da stelle ich das wieder dran, also das wird dann nicht irgendwie privat verbraten oder so, das habe ich mir extra gesagt. Sondern ich habe auch lange überlegt, ob ich das machen soll, da habe ich gesagt, so, warum, ja, machen wir das mal. Und das Geld wird dann halt auch einfach in das Hobby, was ich habe, reingesteckt. Einfach so, ne, falls ihr Bock habt, könnt ihr das gerne über diesen Link machen und mich somit unterstützen. Einen Spendenlink mache ich nicht, weil das dann, also ganz ehrlich, so einfach nur Geld geben, das macht man auch nicht, ganz ehrlich. Weiß nicht. Vor allem nicht für sowas. Ich meine, das Thema hat man schon in der letzten Folge, aber... Nee, also wenn man schon spendet, dann wenn dann irgendwie ein Tierheim oder so. Also ich finde es auch irgendwie so, über so international zu spenden, weiß ich nicht. Irgendwie, ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch nur ein Vorteil, aber ich habe irgendwie, vielleicht kommt aber nicht so das Geld an, was man so reinsteckt. Weil klar, der Flug muss bezahlt werden, der Transport, die Mitarbeiter, die das in Empfang nehmen und alles, ganz klar. Aber ich glaube, dass da auch ein bisschen gemogelt wird und einfach ein bisschen Geld einfach selber in die Tasche gesteckt wird. Kann ich mir vorstellen. So, Sticks. Och, Leute, ey. Und deswegen, also ich glaube, wenn ich spenden würde, dann würde ich da persönlich hingehen, zu einem Tierheim oder irgendwie, keine Ahnung, zur Tafel oder so, keine Ahnung, würde dann da dann denen das Geld einfach in den Umschlag geben und sagen, hier, so, da ist von mir. Macht damit, was ihr wollt. Ich bin jetzt weg, bei mir ist langweilig. Nee, aber halt so. Und so, er war dieses offizielle Spendendinger und so voll groß aufgebraucht und Werbung da beim Fernsehen und so. Ich habe ein Gefühl, da kommt nicht wirklich viel bei dort an. Und ich glaube auch, das hilft nicht wirklich aktiv. Ich weiß es nicht, aber das habe ich so als Gefühl. So, das sieht doch eigentlich ganz nice aus. Wenn man es noch so macht. Ja, boah, das Haus ist, glaube ich, richtig geil. Jetzt machen wir hier noch gleich zwei... Wir machen immer noch zwei Fackeln hin. Boah, Freunde, das sieht ja voll das geil aus. Habe ich mir in der letzten Staffel nicht gedacht. Da hat man nämlich ein Scheißhaus. So, jetzt machen wir ein paar Fackelis. Wo ist so dunkel? Das machen wir jetzt noch schnell. Gegen das Böse, weil dann spawnt ja auch nicht so viel. So. Und hier am Wegesheim machen wir auch noch irgendwie Falken, aber das machen wir dann gleich am nächsten Tag. Guck mal, hier machen wir auch eben. Das hier, keine Ahnung. So. Eine andere Tür sollten wir da vielleicht auch mal reinbauen, weil die passt jetzt auch nicht mehr ganz zu der Wand. So, wir gehen im Grafikbug schlafen. Das mache ich auch mal privat. Also wenn ich pennen gehe, dann immer am Grafikbug. Dann kann ich nämlich durch die Wände sehen und die Nachbarn. Okay, nicht auf. So. Granit. Sind wir noch bei. Granit. Du bist voll bescheuert. So. Ah! Ich sag, versteck dich doch nicht so. Kann ich nicht in Brand stecken, okay. Oh, ich habe zwei Hände bekommen. Das habe ich. Bin ich Thaddeus, sowas. Stone Axe. Ja. Ja, wir machen das mal fürs erste ein paar Bäume. Fürs erste sage ich. Wir pflanzen später kontrolliert an, aber die Bäume gehen mir so auf den Sack. Das glaubt er gar nicht. Zombie. Umschauen. Kein Zombie. Also ich höre einen Zombie, aber ich sehe keinen Zombie. Das ist in der Höhle irgendwo unten. Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich denke jetzt einfach mal. So, die Bäume. Hey, Mami! Bah. Alter, jetzt geh mal weg, du Kacktal. Oh, jetzt hab ich mir meine... Ah! Ja, ich hab wieder zwei Hände bekommen. Thaddeus-Simulator. So. Ah, Mann. So. Mann, die Folge geht immer so schnell vorbei. So schnell da bei fast 20 Minuten, ey. Meine Fresse. Also wir sind bei 20 Minuten. Meine Fresse. Nee, noch nicht ganz, aber gleich. Ich hab noch Inventar. Ich dachte, ich hab Inventar, das wäre die Höhe. Das wäre auch die Höhe, ne? Was ich so krass finde.
ist das Dschungel, dass dieses Dschungelcamp voll aufgebaust wird, weißt du? Boah, ey, das ist so krass. Immer wenn du, also immer wenn man Kia steht, so Januar, dann immer jeden Tag Dschungelcamp, die ganze Zeit. Immer, immer. In keiner Zeit, also gut, vielleicht in diesen offiziellen Nachrichtenzeitungen, aber in der Bild oder in diesen Klatschmagazin immer Dschungelcamp. Das ist irgendwie, weiß nicht. Naja, ich meine, man kann es nicht schlecht reden. Ne? Es schauen halt einfach viele Leute. Die Leute denken sich da von den Zeitungen, Mama, dann ist es halt so. Das ist aber ganz normal, aber naja, gut. Ne, zeigt aber auch einfach, wie krass viele Leute einen Fernseher haben. So irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach so, wenn du kein Fernseher, das gehört ja einfach zum Haushalt wie ein Kühlschrank oder so, weißt du? Weiß nicht, aber irgendwie voll krass so. Wenn man sich mal so überlegt, dass vor 50 Jahren war Fernseher wahrscheinlich so wie jetzt, keine Ahnung, ein 4K-Monitor. Also, ich hab jetzt eine Spitzhacke gemacht, war noch aus Holz. Was ist mit mir los? Das finde ich so krass, dass jetzt einfach so, dass so ein Fernseher einfach dazugehört. Jeder hat die Möglichkeit, diesen Sender einzuschalten. Jeder. Fernseher ist einfach wie keine Ahnung, wie das Grundstück einfach. Jeder hat irgendwie so ein Recht, also jeder kann den Sender einfach einstellen und hat die Möglichkeit, sich das Dschungelcamp anzuschauen. Das ist eigentlich irgendwie voll krass, wenn man sich das mal vorstellt. Und dann sieht man es auch noch in Zeitungen und so, das ist voll vernetzt, ey. Voll heavy, ey. Mal ganz viele Seeds, die nehmen wir gleich mit, ja. Da so mit auch schon in unserem Vorgarten rum. Guck mal, sieht auch schon viel besser aus hier. Ganz ehrlich. Schon viel, viel besser. So, die Höhlen-Playlist, die ist ja jetzt angebracht wie sonst was. Nicht. So, die Bäume an der Seite, die lassen wir. Ich möchte hier kurz zum Meer noch nach vorne gehen, dass wir eine schöne Schneise haben der Zerstörung. Den Baum hier weg und die haben auch noch, und dann ist schon der Folgenende. Das heißt, eigentlich könnte ich mich schon verabschieden, mache ich aber nicht. Und alle, die das jetzt nicht mehr schauen wollen, die gehen einfach raus. Ne, Freunde, an die sage ich jetzt Tschüss, weil ich werde jetzt sowieso nur noch kurz hier bis nach vorne gehen. Ja, komm, warte mal, das ist so viel. Ja, das ist noch ein bisschen zu viel. Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt hier hin. Sammle kurz den Apfel ein. Esst den dann auch gleich. Und die Sepplinge hier. Apfel. Guck mal, 5 Stück haben wir, ey. Fäll mal Bäume, anstatt hier irgendwie das anzupflanzen. Das lohnt sich viel mehr. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Folge von Minecraft. Bis dann, oder? Mach's gut, dann ist auch noch. Ciao! Mit dem Razer.